Ich hole einen Gepäckwagen. Hey, das ist meiner, der hier. Aber? Der Wagen, den habe ich mir gerade geholt für mein Gepäck. Kein Grund zur Aufregung. Steht ja nicht dran, dass er Ihnen gehört. Ich mache den Kofferraum auf und er klaut meinen Wagen. Er hat ihn nicht geholt, verdammt nochmal. Ich sehe einen leeren Wagen auf dem Trottoir und nehme ihn mir. Sie hätten ihn nicht stehen lassen dürfen. Ich habe ihn nicht stehen lassen. Ich wollte gerade die Koffer holen. Sie ziehen seinen Wagen und kommen Sie jetzt. Er greift mich an. Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Verdammt, ich laufe Kilometer, um einen Wagen zu finden und dieser Armleuchter schnappt ihn mir weg. Nein, wir brauchen für zwei Koffer keinen Wagen. Kommen Sie, kommen Sie. Er hat mich als Armleuchter bezeichnet. Das geht nur Ihnen und mich an. Mischen Sie sich bitte nicht ein. Sie haben mich als Armleuchter bezeichnet? Ja. Ich praktiziere die asiatischen Kampfarten Judo, Aikido, Karate. Das Erste, was man da lernt, ist Selbstkontrolle. Wenn einer Armleuchter zu mir sagt, schlage ich nicht zu. Ich sehe ihn an und gehe weg. Na schön, dann verschwinde. Sie haben Glück. Nehmen Sie den Wagen und hauen Sie ab. Sie haben großes Glück. Blöder Hund. Sie haben großes Glück. Schwuchtel. Ich habe mich völlig unter Kontrolle. Gehen wir. Verzeihen Sie mir die Demonstration, aber ich mag es nicht, wenn man mir auf die Füße tritt. Oh, la 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 la.